Bill hat eine Sammlung von 198 Murmeln. Dann kauft er sich weitere 44 Murmeln. Nach einem Jahr entscheidet er sich, dass er genug vom Spielen mit Murmeln hat und möchte sie gleichmäßig auf seine 31 Klassenkameraden im Matheunterricht aufteilen. Wie viele Murmeln erhält jeder von Bills Klassenkameraden? Ungefähr. Ungefähr. Das ist ein ganz wichtiges Wort gleich. Das macht uns das Rechnen gleich wesentlich leichter. Okay, aber schauen wir doch erstmal, mit welchen Zahlen wir hier eigentlich zu tun haben. Also, Bill hat eine Sammlung von 198 Murmeln. 198 Murmeln. Das kam von hier. Und er hat sich noch 44 weitere Murmeln gekauft. Also, plus 44. Allerdings brauchen wir ja jetzt nur ungefähr rechnen. Das heißt, wir können ja zum Beispiel einfach mal runden auf die nächste Zehnerstelle und gucken, ob das das Rechnen ein bisschen leichter macht. Also, wenn ich auf die nächste Zehnerstelle runden möchte, schaue ich mir die Einerstelle an. Also bei 198 wäre das die 8. Und wenn die größer oder gleich 5 ist, dann runde ich einfach auf. Also, 8 ist größer oder gleich 5. Also runde ich die 198 auf. Aus der 9 wird eine 10 sozusagen, also wird aus der 19 hier eine 20. Also insgesamt eine 200. Nicht, dass du dich wunderst. Dieses seltsame gewellte Ist-Gleichzeichen hier heißt so viel wie ungefähr oder annähernd. So, das gleiche Runden können wir ja auch noch mit der 44 machen. Hier steht in der einer Stelle eine 4. Die ist kleiner als eine 5. Also runde ich ab. Damit sind das dann 40. Und wenn ich die beiden jetzt addiere, lass mich nochmal die Farbe wechseln, dann komme ich auf 240, macht 240. Okay, das war wirklich einfach zu rechnen. So, jetzt sollen diese 240 Murmeln aufgeteilt werden auf 31 Klassenkameraden. Hier steht was von 31 Klassenkameraden. Und jetzt können wir wieder, wie gesagt, wir haben den großen Vorteil, dass wir nur ungefähr rechnen brauchen. Das heißt, wir können diese 31 einfach auch wieder runden. Hier steht eine 1 in der einer Stelle, also runde ich ab. Das macht dann 30. Und dann kommt jetzt nämlich der eigentliche Schritt, und zwar gucken, wie viele Murmeln erhält denn jeder von Bills Klassenkameraden nun. Er hat also 240 Murmeln. Ich schreibe das mal hier hin. Er hat also 240 Murmeln und möchte die jetzt aufteilen. Oder sagen wir, er hat ungefähr 240 Murmeln und will diese aufteilen auf ungefähr 30 Personen. Die Frage ist jetzt natürlich, was? Wie viele Murmeln bekommt jetzt jeder Einzelne? Und sagen wir einfach, die Anzahl der Murmeln pro Person nenne ich jetzt einfach mal M. M ist die Anzahl der Murmeln, die jede Person kriegt nach dem Aufteilen. Also die ungefähre Anzahl. Okay, das ist ja genau das Gleiche. 240 geteilt durch 30 ist gleich M. Ist das Gleiche wie zu sagen, dass 240 gleich M mal 30 ist. M mal 30. Und das macht die Sache wieder ein bisschen einfacher, weil jetzt kann ich mir einfach die Vielfachung von 30 anschauen und gucken, wann ich auf 240 komme. Also 30, das nächste ist dann 60, 30 mal 3 ist 90. Und vielleicht ist dir schon aufgefallen, das ist ziemlich genau das gleiche wie die Vielfachung von 3, nur halt immer noch mit einer 0 hinten dran. Also hier steht eine 3 vorne, hier steht eine 6 vorne, hier steht eine 9 vorne. Also steht jetzt eine 12 vorne und eine 0 hinten dran. 120, 150, 180, 210, 240. Okay, welches Vielfache ist das jetzt? Das ist das erste, zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste, siebente, das achte Vielfache. Also weiß ich jetzt, dass M gleich 8 sein muss. Also 240 geteilt durch 30 ist gleich 8. Also bekommt, wie viele Murmeln erhält jeder von Bills Klassenkameraden? Ungefähr 8. Okay, jetzt können wir nochmal gucken, wenn wir die genaue Anzahl haben wollen würden, wie das ausgesehen hätte. Also hier drüben stand ja noch die 198 plus 44. Das heißt, das können wir auch nochmal ganz genau ausrechnen. Also wenn ich das ganz genau ausgerechnet hätte, würde da rauskommen 4 und 8 sind 12, einer gemerkt, 1 und 9 sind 10 und 4 sind 14, wieder einer gemerkt und 1 plus 1 ist 2.
Also, wenn wir es ganz genau gerechnet hätten, dann wissen wir, dass Bill 242 Murmeln hat. Und wir haben geschätzt 240. Das heißt, da haben wir schon eine ziemlich gute Schätzung abgegeben für die insgesamte Anzahl. Und wenn du jetzt genau weiter hättest rechnen wollen, hättest du diese 242 durch 31 teilen müssen. Das wäre mit Sicherheit ein bisschen, es hätte auf jeden Fall recht lange gedauert, vermute ich mal. Das ist ein bisschen umständlicher. Also, dieses ungefähre Rechnen hat uns aber trotzdem auf eine Zahl gebracht, die mit Sicherheit ziemlich dicht am richtigen Ergebnis ist. Okay, eine kleine Randbemerkung vielleicht noch. Vielleicht ist dir ja schon aufgefallen, beim Rechnen eben, ich habe ja gerechnet 240 geteilt durch 30 geteilt durch 30 ist gleich 8. Ebenso ist aber auch 24 geteilt durch 3. 24 geteilt durch 3 gleich 8. Gleich 8. Also wenn du irgendwas, das 10 mal so groß ist, durch eine Zahl teilst, die ebenfalls 10 mal so groß ist, kommst du immer noch aufs gleiche Ergebnis hier raus. 24 ist 10 mal so groß wie 240 und 30 ist 10 mal so groß wie 3. Und also hat das nichts am eigentlichen Endergebnis hier geändert.